Der Südstrand in Wilhelmshaven ist einzigartig. Und das liegt nicht zuletzt an seiner Lage. Nach Süden ausgerichtete Strände gibt es an der Nordseeküste nämlich nur wenige. Der in Wilhelmshaven gehört dazu. Und der Südstrand ist der touristische Haupterziehungspunkt der Stadt. Gerade in den Sommermonaten verbringen viele Touristen, aber auch Einheimische, die Tage hier am Wasser. Weil das Wasser so beruhigend ist und weil man hier wunderbar relaxen kann. Und ich freue mich auf die kommende Saison. Und ich hoffe, dass das Wetter auch mitspielt und wir das weiterhin auch mit den Strandkörben gut in Anspruch nehmen können. Der Südstrand ist sehr schön, das Meer ist sehr entspannend und es ist einfach sehr schön hier zu sitzen, auch so, wenn der Wind hier leicht geht, dann so, wenn man die Brise schön einatmen kann. Also ich finde es einfach wunderschön bei dem herrlichen Wetter hier am Südstrand, zum Beispiel wie ich jetzt in einem Strandkorb drin sitze. Oder auch wenn man so hier vorne entlang läuft an dem Südstrand, das ist einfach was Herrliches. Also ich denke mal, mit den Cafés und so verglichen zu 1970 hat sich das natürlich hier durchaus sehr schön entwickelt. Jetzt, wo es schön ist und wo man die Zeit findet, ist es ja ein toller Ort, wo man seine Ruhe hat, wo man tolle Aussicht hat, eine super gute Luft genießen kann. Und das Angebot hier von der Gastronomie lädt auch immer ein, um eben entsprechend hier gut kulinarisch versorgt zu werden. Also die letzten Jahre hat sich das schon ziemlich gewandelt. Und vor über 20 Jahren sind wir hergezogen und da fand ich gerade den Südstrand erst so ein bisschen traurig. Aber inzwischen doch, hat ein bisschen Flair gekriegt. Wir sind verwöhnt von der Ostsee gewesen, aber doch, ist jetzt schon schön geworden. Die Geschichte des Südstrands geht bis ins Jahr 1872 zurück. Seinerzeit wurden erste Badebuden am Strand aufgestellt. 1919 versuchte die Stadt Wilhelmshaven, sich als Seebad zu profilieren. Nach den Plänen des Wilhelmshavener Stadtbaurats Hermann Zopf entstand eine Herrenbadeanstalt. Folgen sollte ein Seebad nach dem Vorbild von Bädern in Holland, Belgien und England. 1926 wurden die Pläne zum Bau einer Strandanlage mit 5 Strandhäusern genehmigt. Seit etwa 1929 ist der Südstrand Anziehungspunkt für Touristen in Wilhelmshaven. Zu dieser Zeit kamen etwa 20.000 Kurgäste jährlich. In den 80er Jahren wurde der Südstrand für etwa 10 Millionen Mark umgebaut. Seit der Wiedereröffnung 1988 finden Besucher hier Alleebäume, Sitzmulden, Pflanzbecken, Servicegebäude, eine Flutmauer, Duschen, Badetreppen und Liegewiesen. Die belebte Promenade lädt zum Spazierengehen ein. Es gibt Hotels sowie Gaststätten und Biergärten zum Verweilen. Wir sind alle sehr bestrebt, die Häuser ständig zu renovieren und zu verändern, die Außenterrassen schön zu halten, so dass man auch immer das Gefühl hat, dass sich jedes Jahr was geändert hat und dass sich was bewegt. Und dank der WTF hat sich auch viel im Bereich von Veranstaltungen geändert, so dass wir größere Aktionen haben, wie das Lichtermeer zum Beispiel Ende September, was ein absolutes Publikumsmagnet geworden ist. Wer keine Lust hat, in den Cafés und Hotels zu relaxen, der hat am Südstrand aber auch noch weitere Möglichkeiten. Natürlich kann man hier auch schwimmen. Außerdem gibt es verschiedene interessante Ausstellungen ganz in der Nähe. Da wäre beispielsweise das Marinemuseum, das Aquarium oder das Wattenmeer Besucherzentrum.